sehr geschichtsträchtiger Grund ist das alles hier. Aber die meisten wissen es heute gar nicht mehr. Es gerät alles in Vergessenheit. Ne? Ja, ja, genau. Keine Schilder, nichts erinnert daran. Ne? Das stimmt. Das da, danke, Ihnen auch. Dankeschön. Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier. Ich freue mich, dass du mit dabei bist bei meinem neuen Video. Wie du sehen kannst, bin ich wieder einmal hier draußen bei uns an der Nordseeküste. Und ich habe heute vor, eigentlich meine Sammlung an Lost Places etwas zu erweitern. Ich wollte hier einen neuen erkunden. Jetzt hat sich jedoch leider herausgestellt, dass der Zugang dazu komplett abgesperrt ist, von allen Seiten. Zaun gesichert. Ja, und ich werde nichtsdestotrotz versuchen, hier von außen ein paar Aufnahmen für euch zu machen. Wenn ich jetzt hier schon einmal bin und ihr natürlich auch, dann werde ich jetzt einfach mal ein bisschen an dem Zaun entlang gehen, um zu schauen, ob ich da was von den alten Gebäuden finden kann. Und vielleicht starte ich dann auch noch mal die R2S, die habe ich heute mit dabei. Und versuche von oben aus der Luft ein paar Aufnahmen für euch zu bekommen. Das ist übrigens das Ockstädter Minendepot, was ich hier erkunden möchte. Wir waren ja zuletzt bei dem in Groden. Und ja, mal schauen, was es dazu so zu sehen gibt. Ja, falls euch das Video gefällt, wisst ihr ja Bescheid. Daumen nach oben, kleinen Kommentar schreiben. Ja, falls du noch nicht abonniert hast, kannst du das jetzt auch gerne machen. Die Glocke drücken nicht zu vergessen, dann wirst du immer informiert, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Wir werden jetzt mal ein wenig an dem Zaun entlang schieben, das Rad, und dabei versuchen, ein bisschen was von den Gebäuden zu finden. Mal schauen, ob uns das gelingt. Richte die mal so aus, okay. Gut, hier mal. Langsam entlang geschoben an dem Pfad hier. So ein kleiner Trampelpfad neben dem Zaun, der hier verläuft. Und da sehe ich schon im Dickicht das erste Gebäude auftauchen. Das ist hier zum Glück ziemlich nah an der Umzäunung. Da stelle ich dann gleich mal das Rad ab und versuche ein bisschen über den Zaun zu filmen. Mal schauen, wie das so gelingt. Okay. Ja, das ist hier halt in der Umzäunung das Gebäude. Das ist auch schon arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Altes Backsteingebäude vom ehemaligen Minendepot hier in Ockstädt. Näher ran kann ich leider nicht, da der Zaun mir da den Weg versperrt. Aber ich schau mal, ob ich hier noch was für euch filmen kann. Das ist halt ein eingeschlagenes Fenster. Sicherlich hier auch von der Straße. Da innen rein kommt ja keiner. Okay. Ja, gut. Ich glaube, viel mehr gibt es dann hier auch von der Straßenseite her nicht zu sehen. Ich gehe jetzt noch mal ein Stückchen weiter runter. Aber da ist dann auch nur Wald und keine weiteren Bäume oder Befestigungen zu entdecken. Filme ich hier noch mal drüber. Ja, viel Gestrüpp. Da hinten ist dann das nächste Gebäude. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt in der Aufnahme. Das liegt da halt weiter im Wald. Da.
Mal schauen, ob ich von oben gleich mit der Drohne, mit der R2S, was davon sehen kann oder ob die Bäume da alles überwuchern. Die lasse ich jedenfalls gleich mal steigen. Ja, und das war dann auch schon wieder mein kleines Video hier von diesem Lost Place, dem Minendepot von Ockstedt, dem ehemaligen. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Falls ja, dann Daumen nach oben, weißt du ja. Schönen kleinen Kommentar schreiben, abonnieren, die Glocke drücken, das Übliche halt. Ja, und dann will ich mal schauen, ob ich hier in der Gegend noch weitere interessante Lost Places für euch finde, die ich dann erkunden kann, dann nehme ich dich dann wieder mit. Und ansonsten bleibt mir nur, dir zu wünschen, dass du gesund bleiben mögst. Hab viel Spaß, unternehmen was Schönes, so wie ich hier heute, an der Nordseeküste. Und dann sehen wir uns schon bald in meinem nächsten Video. Also mach's gut und bis dann, dein Matthias.